Denn zwischen dem Sublimationisten, der aus einem besonderen Prozess hervorgegangen ist, die nicht mit dem Entstehungsprozess des Neurotikers, der Verdrängung einhergeht, gibt es noch etwas Drittes, den Bastard, den Kretin, den Verworfenen, den Abwürfigen. Der erfasst ebenso intensiv wie der Sublimationist all die 24 Stunden des Tages. Und wenn diese nicht hier reichen, noch die Nacht mit hinzunimmt, auf der Suche nach der Wurzel die da in diesen Erde gepflückt wurde, um die Drachenzahnkrieger hervorzubringen, all die Odysseus bis zu diesen Abgebrochenen wie Sokrates oder Sartre, diesen Verwürflingen, teilweise sogar in einer Gigolo-Form wie Camus, Spinoza, Joyce, am Ende sogar Lacan. Epigonen des Widerstreits, des Jähzornigen, Widerstrebens und Protestierens als Produkte dieses flüchtig hingetropften Abfalls, einer Entlastung lediglich, einer Entledigung, keiner hochgespannten Sehnsucht.